Willkommen zurück zu Anstoß 3. Ja, wir sind in diesem Bildschirm, das heißt in der Regel neue Aufnahmesession. Wir sind bei Greuther Fürth und stehen jetzt auf dem 6. Platz. Jetzt kommt ein wichtiges Spiel gegen den VfR Aalen. Die stehen nämlich direkt hinter uns auf Platz 7. So, ich habe jetzt aber auch über eine Woche nicht mehr reingeguckt. 81% Vorstandsvertrauen. Und Finanzen waren, naja, so geht's so. Aber wir haben ja hier auch den Kredit. Den müssen wir irgendwann noch wieder zurückzahlen. Summe aller Kredite 5,2. Können wir natürlich gerade nicht zurückzahlen. Und wir haben aber hier die Anlagen. Das ist die AG. Anlagen sind dort. Und da hatten wir auch gerade wieder ein bisschen Geld abgehoben. Aber na, es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Aber es könnte vielleicht für diese Saison noch reichen. Für die letzten 12 Spiele. Und die neue Saison dann mal gucken. Ja, auch ein bisschen davon abhängig, in welcher Liga wir dann spielen. So, weiter geht es. Hier haben wir nichts Wichtiges. Und hier haben wir eine Vertragsverhandlung mit Briffa. Ist das unser Spieler? Nein, noch nicht. Okay, bin ich mal gespannt, was ich da gemacht habe. Pokal in England. Dann stehen jetzt hier die Halbfinalbegegnungen fest. Hull City, immerhin ein Zweitligist noch weiter. Zerkan Zarara hat sich frisch verliebt in Vera und kann sich zurzeit nicht so recht auf Fußball konzentrieren. So, dann haben wir hier Italien, stehen auch die Halbfinalbegegnungen im Pokal fest und Briffa Stärke 7, rechter Mittelfeldspieler, 4 Jahre will er haben. Puh. Riesiges Talent, aber auch schon 26, das heißt, das Talent wird da auch wenig Auswirkungen haben. Ja, ich weiß nicht. Also eine Stammplatzgarantie auf keinen Fall. Weniger als 4 Jahre können wir nicht geben. Handgeld würde ich auch in diesem Falle sein lassen. Der wird wahrscheinlich eh nur ein Backup sein. Ich glaube nicht, dass ich den gerne haben möchte. Da müssten wir schon ein bisschen mehr bezahlen. Das könnte man noch machen. Derby County hätte ihn gerne. Ja, schon fast sagen, nehmt ihn. Ne, kriegen wir vielleicht mit fixer Ablösesumme noch was. Aber wir haben halt auch wenig Geld, deswegen weiß ich nicht, inwieweit wir da dann in der neuen Saison auch investieren können. Das ist eine schwierige Situation, aber so richtig viele tolle ablösefreie Spieler gab es ja, glaube ich, nicht. So, Bolli wird spielen, aber dann würde ich lieber Blackman spielen lassen. Okay, was haben wir denn dann? Haben wir hier ein kleines Übergewicht im Mittelfeld. Unsere Abwehr ist viel zu gut. Ich hätte das nicht investieren sollen. So, Nacho Fernandes ist mittlerweile auch wieder auf voller Stärke. Da gab es ja auch noch immer den Hinweis, dass das nicht so der Fall ist. Aber haben wir jetzt auch so hingekriegt, auch ohne Gespräche. Generell stehen wir derzeit gut da. Was die Stärken im Vergleich zur... die Einsatzstärke im Vergleich zur Stärke zeigt. Das sieht soweit schön aus. Kike ist ja verletzt für den Rest der Saison. Ja, würde ich eigentlich dann hier so lassen, ne? Sturm 20-2, ja, das müssen wir also bringen. Dann schauen wir nochmal in die Gegenüberstellung rein. Da sollten wir über links kommen. Spielt viel über links. Das lassen wir wieder auf sicher. Und dann geht es mal los hier im 6-Punkte-Spiel. Das können wir eigentlich auch sagen. So, Männer. Jetzt nochmal für alle zum Mitrechnen. Heute geht es nicht um einen Punkt. Es geht nicht um 3 Punkte. Es geht um volle 6 Punkte. Ach, was rede ich? Normalerweise, wenn ich richtig rechne, geht es damit sogar um 9 volle Punkte. Mindestens. Was? Motivationsfähigkeit lässt noch zu wünschen übrig. Hat mir die nicht noch extra trainiert? Wie viel braucht man denn da? Naja, nur 4.800 Zuschauer. Das ist natürlich auch traurig. Vielleicht ist auch der Ticketpreis ein bisschen zu hoch. Aber generell ist das so ein bisschen schade. Aber was nicht schade ist, ist das 1-0 durch Bolerola nach Vorlage von Nick Blackman. Und hier gleich der nächste Eckball. Schulz zieht den Ball hart an den 5-Meter-Raum. Beste kommt im Gefühl irgendwie mit dem Kopf an den Ball. Lenkt ihn genau aufs Eck. Und Bernhard schaut verblüfft zu und der Ball landet im Netz. Das ist das 2-0. Ja, Niklas Beste. Sein 5. Saisontreffer. Und aktuell stehen wir in der Bitz-Tabelle auf Platz 4. Wären mittendrin im Aufstiegsrennen.
Und Bernhard verhindert hier den 0:3 Rückstand. Das wäre es jetzt auch noch gewesen. Schulz hier den Ball direkt vors Tor. Und dann macht Bernhard ein Eigentor. 18. Minute. Wir führen mit 4:0. Zlatko Trippic darf auch nochmal sein vierter Saisontreffer. Wahnsinn. Also wir sehen, wir haben eine richtig gute Tordifferenz, dann hätten wir jetzt aktuell dadurch und wir wären wirklich mittendrin im Aufstiegsrennen. Wahnsinn. Dann könnten wir natürlich noch ein bisschen was finanziell ausgeben, müssten wir dann natürlich auch, aber ganz ruhig, ne? Wir sind ja schon häufig genug wieder abgestürzt. Und erstmal müssen wir dieses Spiel noch über die Runden bringen, wer weiß, was hier noch Verrücktes passiert. Jetzt kommen nämlich erstmal die Ahlener. Hader bringt den Ball an der Strafraumecke unter Kontrolle, wird von Titi bedrängt und dann verliert er den Zweikampf. Alles gut. Und dann führen wir tatsächlich mit 4:0. Ich habe jetzt wirklich erst vergessen, unseren Stürmer auf die Bank zu setzen. Das hat sich jetzt unser Talent, naja, das rächt sich jetzt natürlich. Das wäre natürlich jetzt eine richtig gute Gelegenheit gewesen, ihn einzusetzen. Ich werde mir den Kleinhus vielleicht mal noch ein bisschen Spielpraxis zu bringen. Nur so eine. Entscheiden kann es ja nicht, ne? Er kann ja nur besser werden. Dann müssen wir Nacho Fernandes nur eine 4,5, Titi nur 3,5. Wir machen das mal so. Gut, aber ich glaube, die Abwehr hat so schlechte Noten, weil sie bisher einfach nichts zu tun hatte. Trippic können wir mal loben. Kleines Talent aus Norwegen. Hat ja auch schon die ganze Zeit gespielt. Ja, was soll ich groß sagen, ne? Kraft sparen. Ja, so viel dazu. Wilson erreicht den Ball noch mit der Stiefelspitze, spielt ihn genau auf den Torwart und der hat dann kein Problem damit. Er hat eine 6,0. Oh gut, von 5 Schüssen waren 4 drin, einen hat er sich selber reingelegt. Und jetzt kommen aber hier Harder und der macht den Anschlusstreffer. Tammo Harder 4:1 nur noch. Also vielleicht sollten wir das Ganze doch nicht zu ruhig angehen. Kehrer kriegt noch eine gelbe Karte, dann sollten wir ihn auch bald rausnehmen. Und wir kommen mit Kernis. Spielt ihn an den Strafraum. Bleckmann stoppt den Ball wieder, legt ihn dann nach links. Dort ist Trippic. Schaut, zieht einfach mal aus 18 Metern ab. Bernhard springt, fährt den Ball nach außen ab. Keiner setzt richtig nach und der Ball trudelt dann zur Ecke. Diese führt Schul wieder aus. Scherder wirft sich dafür dazwischen, verursacht noch eine Ecke. Das heißt, Schul darf nochmal ran. Diesmal aber auf der anderen Seite. Muss er sich noch ein bisschen bewegen. Nacho Fernandes köpft, lenkt ihn irgendwie in Richtung Tor, aber auch hier wieder der Torwart ist zur Stelle. So schlecht ist er eigentlich nicht, wie er hier notentechnisch gemacht wird, denke ich. So, und dann werden wir jetzt noch einen Wechsel machen. Ich habe gesagt, Kehrer würde ich gerne rausnehmen. Der ist nämlich gelb vorbelastet. Haben wir noch keinen defensiven Mittelfeldspieler. Oh, keinen einzigen. Dann müssten wir hier tatsächlich ein bisschen offensiver aufstellen. Wir sehen, Trippic kann dort spielen. Und dann würde ich hier einfach nochmal Sarara bringen. Mit dem müssen wir unbedingt sprechen. Mit dem müssen wir unbedingt sprechen. Das ist gerade auch wieder die ganze Einsatzstärke runter. Interessant ist auch, dass Aal noch keine einzige Chance hatte, aber ein Tor gemacht hat. So, und der letzte Wechsel, nachdem Sarara hier jetzt nochmal dran war. Toller Schuss aus der Drehung. Bernhard streckt sich, lenkt den Ball zur Ecke. Davon hatten wir ja auch die eine oder andere. Und was machen sie draus? Was machen sie? Brauskopfball vor dem Tor. Keiner kann sich so richtig durchsetzen. Plötzlich ist Nacho Fernandes frei. Pfosten. Ja. Hätte ja glauben können, dann darf hier Grimaldi sich nochmal austoben. Nochmal ein. Also man muss ihnen ja wirklich sagen, sie geben nicht auf. Aber das Spiel ist auf jeden Fall gewonnen. Aber trotzdem, die Tordifferenz kann natürlich am Ende entscheidend sein. Und sie können aber auch nichts aus ihrem Angriff machen. Und dann ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen 4:1. Also Kraft sparen sollte man wirklich nur machen, wenn man sich wirklich sicher ist. Denn dann haben wir das Tor noch kassiert. 4:1 nach 4:0 Halbzeitstand. Wahnsinn.
verbessern uns auf Platz 4. Nur noch einen Punkt Rückstand auf 1860 und Union Berlin. Waren das die ganze Zeit schon? Ja, 1860 hatte 0:4 gegen St. Pauli verloren. Und Union Berlin 0:2 gegen Dynamo Dresden. Würzburg und Augsburg müssen ja auch noch verloren haben. Augsburg hat gegen Aue verloren und Würzburg gegen Kaiserslautern. Also das war ein perfekter Spieltag. Alle vor uns haben verloren, außer Kaiserslautern, glaube ich. Ja genau, die haben wir gegen Würzburg gewonnen. Also besser hätte es ja gar nicht laufen können. Beste und Lirola sind in der Elf des Tages. So, was haben wir hier? Fabian, das ist OM Stärke 8. Wir haben aktuell nur einen offensiven Mittelfeldspieler. Könnte man sich natürlich als Backup holen. McEachran, Stärke 7, ja, mittleres Talent. Defensives Mittelfeld ist ja nun auch etwas, was wir brauchen. Ich werde hier mal fragen. Ah, jetzt habe ich ihn auf Dienstag gelegt. Okay, damit hat sich das erledigt. Aber mit Außereuropäischen tue ich mich sowieso immer schwer. Oh, und als nächstes der erste FC Kaiserslautern, der hier auf uns wartet. Eieiei. Ja, so, ich muss dem nochmal gucken. Kader nächste Saison. Wir haben einen offensiven Mittelfeldspieler bereits. Peach kommt zu uns. Da hätte ich natürlich vorher mal gucken sollen, ne? Ah, genau, McEachran. Ja, wunderbar. Dann ist ja gut, dass ich nicht mit Fabian verhandelt habe. Alles super. Alles schön. Hier steigt das Vorstandsvertrauen. Auch in meinem Spiel. So kommen wir so mit plus minus null raus. Das ist noch nicht so wirklich gut. Josh McEachran. Aber auch er will 4 Jahre Vertrag haben. Also so bis zum Karriereende fast. Das können wir natürlich nicht machen. Okay, ist ihm noch zu schlecht. Gut, das ist jetzt eigentlich. Absteigen sollten wir nicht mehr. Oh, das war auch viel zu schlecht. Na gut, dann halt nicht. Russell Kennis hat sich im Training verletzt. Einen Rippenbruch. Hier Jan ist halt schade. So, die Ergebnisse, Viertelfinale, Champions League und Europa League. Könnt ihr, wie gesagt, pausieren, wenn ihr euch das genau angucken möchtet. Und dann haben wir jetzt Fürth gegen Kaiserslautern. Das absolute Topspiel. Und wir müssen auf einen defensiven Mittelfeldspieler, auf Kennis, verzichten. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Und wir werden wahrscheinlich wirklich jetzt mit Ziegel im defensiven Mittelfeld spielen. Ich glaube, das ist besser als mit Jung. Nee, wer Jung braucht die Spielpraxis. Ist jetzt egal. Ob wir da jetzt Ziegel oder Jung reinstellen, das sollte nicht so den großen Unterschied machen. Ich habe natürlich wieder vergessen, mit Kennis zu sprechen. Blackman hat gut gespielt, deswegen werde ich ihn wieder einsetzen. Okay, im Mittelfeld müssen wir noch was machen. Sturm haben die eine 20. Das heißt, da könnten wir ruhig noch mal ein bisschen. Ja. Können wir gar nicht weiter nach oben ziehen. So verbessert sich unser Mittelfeld und damit werden wir stärker. Aber dann verlieren wir die ganze Einsatzstärke. Ich weiß nicht, ob sich das so rechnet. Ihn noch ein bisschen runterziehen. Ja, 40-7. Dann werden wir ihn hier ein bisschen defensiver aufstellen. Auch die beiden ein bisschen defensiver. Oh, nicht zu defensiv, weil dann verlieren wir das wieder. So sind wir bei 40,7 im Mittelfeld. Das passt. Ihr Sturm ist ja ganz okay. Und Abwehr. Ja, wir sind ein bisschen schlechter. Aber das sollten wir hinkriegen. Sind wir optimistisch. Gegenüberstellung. Da sind sie sehr, sehr ausgeglichen. Vielleicht sollten. Ja, nicht so. Keine Manndeckung. Wobei man Deckung wäre vielleicht nicht verkehrt. Wenn wir jetzt hier Derdiok und Osabe mal so ein bisschen decken. Und genau, der Rest passt auch. Gibt es irgendwie sowas hier gegen den Tabellenführer? Amtierender Meister. Nö, Taktik. Wer heute nicht richtig drauf geht, den wechsle ich sofort aus. Was haben mein Gegner? Sind 10 Punkte. Ja, nee, da bin ich mir jetzt. Machen wir nicht. Okay.
Keine Ansprache. Knappes Ding. Okay, wir kommen mit Schul. 17 Meter vor dem Tor. Kein Abseits. Wilson bringt den Ball an der Strafraumecke unter Kontrolle. Spielt dann aber einen Fehlpass. Schade. Immerhin, es war eine erste Annäherung, ein erstes Lebenszeichen von unserer Mannschaft. Und Nick Blackman kriegt auch noch gleich eine gelbe Karte wegen Foulspiels. Und die Lauterer mit einer Ecke. Für die auch ein hartes Programm. Die hatten ja zuerst gegen, im letzten Spieltag gegen Würzburg gewonnen. Knapp mit 3:2. Jetzt müssen sie gegen uns. So, jetzt haben wir Moritz, dann sind wir da auch schon mal ausgeglichen. Kira kommt 25 Meter vor dem Tor an den Ball, läuft noch drei Schritte, zieht ab und macht das 1:0. Sehr gut. 1:0, Thilo Kira. Wir führen gegen den Tabellenführer und verbessern uns auf Platz 3 in der Blitztabelle. Das würde den direkten Aufstieg bedeuten. Aber jetzt kommen die Lauterer. Miri hat doch spekuliert, fängt den Ball locker ab. Sehr schön. Wir können also mit der Führung tatsächlich in die Halbzeit gehen, aber es ist eine enge, enge Kiste. Uiuiui. Ja, wen loben wir denn mal? Wir könnten Nacho Fernandes loben oder Kehrer, der schließlich den Treffer gemacht. Ja, wir machen hier den Einsatz jetzt ein bisschen höher. Und weiter geht es, würde ich sagen. Hoffen wir mal, dass wir diese Führung auch dann über die zweite Halbzeit retten können. Oder vielleicht sogar ausbauen. Vielleicht jetzt mit Trippic, der Richtung Eckfahne sprintet. Schul spielt den Ball wahrscheinlich in Richtung andere Eckfahne. Und ja, deswegen sind wir in der Eckfahne. Auf der anderen Seite, Aligi wird diesen ausführen. Schlägt mal in die Mitte, Torhüter Mekiri kommt heraus, faustet den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone. Also alles gut. Mekiri heute einen guten Tag erwischt, das ist auch wichtig. Und wir kommen mit Lirola, verlängert den Ball mit dem Kopf, aber zu weit, schade. Also eine richtig zwingende Torchance, ergibt sich ja aktuell nicht. Osave marschiert auf Lirola zu, doch dieser fährt seinen Ellenbogen aus. Der Schiedsrichter hat das natürlich gesehen. Und es gibt einen direkten Freistoß an der linken Seite für den ersten FC Kaiserslautern aus 19 Metern Entfernung. Er legt alles in seine Kraft den Schuss, aber weit vorbei und wir kriegen 11 Meter. Jetzt überschlagen sich aber die Ereignisse. Nacho Fernandes wird ihn ausführen, kurzer Schuss. Hoher Schuss aufs linke Eck und macht das 2:0, sein fünfter Saisontreffer. Sehr schön. Uff, ich brauche mal eben fast eine Pause. So, Blackman wollte ich rausnehmen, denn er ist ja jetzt schon. Schnell zu voll. Wir hatten. Jetzt würde ich gerne seine Note hier sehen, aber das sehe ich nicht. Schien müde zu sein. Ist er müde? Frische 49. Ja, er schien müde zu sein. Jawohl, wunderbar. Können wir uns rausreden. Und für Wilson kommt Grimaldi. Ich vergesse gerade zu viel. Unser Sturmtalent muss definitiv wieder mehr spielen. Gelb für Philipp Mwene wegen Meckerns. Und nochmal die Kaiserslauterer. Aber das sollten wir trotzdem machen. Kerk sieht sich Bolli gegenüber, spielt auf links außen, stürmt ungestört in den Strafraum. Mwene flankt direkt Bolli vor den Strafraum. Sieht gefährlich aus. Direkt Abnahme Kerk und daneben. Und wir kriegen noch einen Eckball. Schul legt den Ball flach auf die Strafraumgrenze zurück. Genau in die Füße von Zegler. Und der schlägt den Ball weit nach vorne, aber nicht mehr zu seinen Leuten, denn das Spiel ist vorbei. Und wir gewinnen tatsächlich 2:0 beim Tabellenführer. Bleiben auf Platz 4, halten uns damit aber im Aufstiegsrennen. Haben jetzt nur einen Punkt Rückstand auf Kaiserslautern. Holen sie also wieder mit rein in den Strudel. Union und 1860 haben beide gewonnen. Und Hamburg sieht wirklich knapp. Und auch Schalke und Wolfsburg kommen dann noch nicht so wirklich unten raus. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Bei den Absteigern hätte man gedacht, die sollten locker um den Aufstieg mitspielen, aber nicht mal im Entferntesten. Illertissen, was ist denn da passiert? 3:0 gegen Halle gewonnen. Verlassen jetzt sogar die Abstiegsplätze und schubsen Halle wieder rauf. Jo, das wäre natürlich nett, ne? Aber den kriegen wir nicht. Anita. Ja, vielleicht sollten wir sowas tatsächlich mal machen. Das
machen wir mal. Mal gucken, wird wahrscheinlich auch wieder zu teuer werden. Aber das Angebot ist halt nicht so da und ich weiß halt auch nicht so ganz, wie das dann in der neuen Saison aussieht mit Geld. Schwierige Sache. Oh, sonst so überlastet. Wir gehen das Risiko mal ein. Das ist noch optimal. Wunderbar. Finanzen. Die wollte ich nicht gucken. Hier wollte ich nochmal reingucken. Mehr geworden. Sehr schön. Nicht viel, aber ein bisschen ist es ja Hauptsache, dass es nicht weniger wird. Wir können nochmal eben gucken, was die Anlagen machen. Die haben sich nicht verändert. Genau, und dann wollte ich noch mit Sarah reden. Das stelle ich noch eben ein, bevor ich es wieder vergesse. Spielinfo Einzelgespräch brauchen wir. Haben wir hier schon alle besucht? Nein, noch nicht. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke mal, wir sind der Sache gut näher gekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.